Hat man da noch eine Erinnerung oder ist da fast aus wie eine Erinnerung? Okay, wo müssen wir hin? Da müssen wir lang. Das sind Schalter, Hebel. Okay, welche Tür hat sich jetzt geöffnet? Die hier nicht. Ach der, dort. Und wie kommen wir jetzt hier zurück? So vielleicht. Oha. Okay, die Drohne. Ich werde den Arbeiter im Auge. Außer wenn sie verdeckt ist. Das heißt, wir müssen mal hier. Oh oh. Jetzt ist auch egal. Oh nein! Elektrogeschockte Katze. Das ist grausam hier. So gehen die mit Katzen um. Zu Tode elektroschockt. Ach du Scheiße, hier wieder. Nun nicht nachlässig werden. Nein. In der Kiste bin ich da. Falscher Verdacht. Ist nichts. Puh. Ist nicht. Man kann hier auch ein bisschen reizen. Verdammt! Miaut. Wir müssen es aber dann schon verstecken, weil sonst kriegen die uns. Was für gemeine Drohnen. Hops, hops, jetzt schnell. Jetzt kommt die darüber. Jetzt raus hier. Rüber hier. Das ist easy. Okay, wenn die da wegguckt, dann gehen wir da hoch. Und erstmal hier lang. Das macht so einen Lärm, dass das nicht auffällt. Oha. Vorsichtig. Bin ich noch ein drittes Mal elektroschockt werden. Oh oh. Das war der gefährliche Bereich hier. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts.
Hier ist nichts. Hier ist nichts. Rüber hier, rüber hier, rüber hier, rüber hier. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ach, verdammt. Wie soll ich denn da durchkommen? Die sehen einen ja auch durch das Ding durch, scheinbar. So ein Trick. Nicht mal hier ein Checkpoint. Ach du Scheiße. Mit der Übung wird's was. Nein, in die Box, in die Box, in die Box. Verdammt. Wow, in der Box gestorben. Wird immer riskanter. Immer risikofreudiger. So ist das. Die Drohne kriegen wir ja ohne weiteres. Hops, 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 hops. Ja komm, hier kommen wir so durch, hier kommen wir so durch, hier kommen wir so durch. Nice. Jetzt durch den Bereich. Wir kriegen wir das sicher hin. Ach, warum denn jetzt schon wieder? Nein, 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 nein. Alles grün, alles im grünen Bereich. Okay, da kamen wir so durch. Bisschen langsam hinter der. Warum sieht ihr uns? Das darf doch nicht. Das darf nicht, das darf nicht, das darf nicht. Entkommen. Puh. Nein, hier ist nichts. Puh. So kommt man hier durch. Okay, wir müssen hier wohl irgendwie Druckplatten aktivieren. Aha. Und wie kommen wir hier mit dorthin? Gar nicht. Vielleicht folgst du uns. Aus mit dir und dann ich hier hoch. Ja, nice. Können wir den Schalter drücken? So, folge mir. Wo kommst du hin? Bleibst du stehen? Jetzt brauchen wir noch irgendwie eine dritte.
können wir auf die dritten stehen. Wie können wir das Fass dorthin rollen? Es ist fast darauf, den Leib zu kratzen. Und da ist die Batterie. Sehr schön. Das hat natürlich einen Alarm ausgelöst. Jetzt haben wir nicht alle Drohnen auf uns. Wir haben sie. Schnell lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine lieber diese Batterie zurückbringen. Okay. Ah. Dafür war der Eimer. Hier kamen wir damit hin. Ab durch die Mitte. Vielleicht durch die Seitengasse durch. So nicht die Hauptstraße geraten. Ach du Scheiße. Das war abgesperrt oder was? Wurde sie gefunden oder wie? Ja, ich komme hier durch. Oh oh. Nein! Nein, 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 nein! Müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ist jetzt dieser Checkpoint in der Fabrik? Oh nein, bitte nicht. Das ist der Checkpoint hier. Okay, die Drohnen müssen wir auch noch ein bisschen ausweichen. Hier ist vielleicht gar nicht der dümmste Weg. Und durch die Seitengassen sparen wir uns vielleicht einige Sprungeinheiten. So, nun. Zwei Drohnen sehe ich hier. Oha! Das sind die nächsten Drohnen. Und direkt sind hier überall Drohnen hingeschickt. Wir kommen jetzt an dieser vorbei. Ach Scheiße! Nein! Nein, 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 nein. Zu schlecht. Schlechte Drohne. Da müssen wir lang. Zu langsam. Ach du Scheiße. War klar, dass wir es mal brauchen können. So, hier rein mit uns. Clementine, ich wurde nur 4-5 Mal elektroschockt. Clementine? Wurde sie abgeführt oder was? Clem? Hm. Keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detective spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch 4 Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal.
Ach du Scheiße. Ein Rätsel. In ihren Sachen. Ich muss das genauer angucken. Das erste ist eine Blumenvase, eine sechs- oder achteckige Blumenvase. Bin mir da nicht ganz sicher. Nee, du nicht. Würde ich doch sagen, oder? Du hast zwar die richtige Form, aber... nicht das, was ich suche. Das ist ein Klo. Einzige sechseckige, das achteckige, was ich sehe, ist das hier. Man sieht so, können wir harmlose Chemikalien, Gas und Zustand erkennen. Ich kann das beunruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können die Fährten gar nicht riechen. Also frage mich nicht, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Laut ich bin bei... Okay, war also wirklich das erste. Warum hat es dann einen Blumentopf darauf gemalt? Das zweite ist vielleicht, vielleicht auch nicht so ein bisschen was Kristalliges. Haben wir da oben vielleicht irgendwas? Ah ja, hier, das sieht doch kristallig aus. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als ein Signal, wenn wir etwas Hilfreiches finden. Und seine Nachricht lautet Blazer. Ich bin bei Blazer. Okay. Das dachte ich mir schon fast. Braucht man so eine extravagante Vase und dann die Lava-Lampe. Schon öfters gesehen haben. Die extravagante Vase. Wo stand die denn rum? Oben haben wir eine Lava-Lampe, aber eine andere. Ist die Lava-Lampe, aber vielleicht auch nicht die richtige. Eine Vase. Oder etwas zumindest in der Form. Könnte doch ein UFO sein. Und der Rauchzipfel von einer großen Menschenfigur. Das ist aber nicht damit gemeint, oder? Ja, hier. Was für ein merkwürdiges Ding. Solche Worte sind, was noch steht. Kommen den. Als ob jetzt schon. Okay.
bei aller Liebe, aber guck mal jetzt einmal vergleichen bitte. Ja, jetzt nicht das, aber einmal vergleichen bitte. Das hier, das Nummer 3 hier. Jetzt habe ich es gedreht. Nummer 3. Ist eine Vase oder ein UFO mit Beinen, irgendwie das ist. Aber das. Wie ist das? Der Helm ist damit gemeint, aber. Helm mit Beinen. Ach komm. Ist die Lavalampe mit Stern. Die Hinweise sind wirklich ein bisschen dürftig hier. Das ist wahrscheinlich die einzige Lava, damit gemeint, die keine Sterne hat. Nicht da oben. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisiert uns. Entschuldige, dass ich woanders war. Das Nacht gar nicht bemerkt. Oder Nachtclub. Die Hinweise hier, das ist wirklich. Ich bin bei Blazer kommt in den Nachtclub. Es ist gemacht, Lieutenant Katz. Lass sie uns suchen gehen, wir haben nicht viel Zeit. Okay, jetzt haben wir den Zettel nicht mehr, aber ihr habt den Zettel gesehen. Die Hinweise. Es war eindeutig eine Lavalampe mit Stern drauf. Alter Schwede. Die Hinweise waren so dürftig. Was für ein Rätsel. Wir ziehen uns den Weg wieder runter. Irgendwie müssen wir jetzt hier hin. Nein. Wir müssen runter. Nein, jetzt nicht. Nachtclub. Wo ist der verdammte Nachtclub? Okay, wer ist das da oben? Tachchen, Partner, warum kommst du nicht hier rüber, damit ich dich in Augenschein nehmen kann? Gerade nicht, ich muss einen Nachtclub finden. Du hast nichts zu suchen, es sei denn, du willst deine Beine mit etwas Schickerem setzen lassen, was du nicht willst, also hau ab. Okay. Das ist also kein Nachtclub. Ah, wenn das mal kein Nachtclub ist. Das ist nichts für dich, weg mit dir. Wir müssen einen Weg in den Nachtclub reinfinden. An dem Türsteher vorbei. Achtung, Groove Level ist bei 2%. Wird sofort einen Tanzplan suchen. Achtung, Groove Level bei 2%, bitte sofort einen Tanzplan suchen. Glaub nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Kein Hinweis. Hinten rum. Hintenrum ist ein großes Ding. Ich tue durchs Fenster. Aber wie kommen wir da hoch? Das Schild.
Dann hier hoch. So geht's. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit ins Feiern? Hier, spring rein und hol dir was zu trinken. Wir haben schon lange nicht mehr geniaut. Sind wir auf der Party. Sehr schön. Können wir mit Alex sprechen? Was siehst du dich, Kleines? Sehr schön. Okay, ist schon einer. Hätte er noch schon zu viel. Seltsames Getränk nehmen. Kann man bestimmt nicht trinken, oder? Ich frage mich, was in diesem Getränk drin ist. Könnte für jemanden hier von Interesse sein. Wir können das alles nicht nehmen. Das Poncho schon mit den Slums, jedes Getränk. Für Sachen, die wir nicht nehmen können. Jetzt werde ich gespült. Eine Erinnerung. Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freunde und ich bis tief in die Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen die längst lästigsten Konsequenzen zu tragen hatten. Es fühlte sich gut an, Freunde zu haben, trotz der unbewohnbaren Außenwelt. Und der immer erbärmlich werdenden Lebensbedingungen hier unten. Und der kapitalistischen Gier von Unternehmen wie Nekoko. Und des Polizeistaats, den die Wächter aufgebaut haben. Nieder mit dem Kapitalismus. Und die Kapitalisten. Okay. Sehr schön. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. Die vorletzte kleine Erinnerung. Wir kommen hier also bald ins Finale. Hallo Barmann. Hey Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Okay, da müssen wir hin. Irgendwie. Danke für den Tipp. Oh, jetzt stehen wir einmal wieder hier oben.